Dein Marmorkuchen war schon immer der Beste. Und was macht die Ausbildung? Ja, passt schon. Studium läuft. Gerade ist jetzt wieder Klausurenphase, also echt viel zu tun. Ich war schon ewig nicht mehr im Kino. Fürs Bouldern habe ich auch keine Zeit. Aber heute ist endlich mal wieder ein Geburtstag. Ach. Aber Oma, was machst du eigentlich den ganzen Tag so? Ich gehe oft spazieren. Und heute habe ich gebacken. Manchmal lese ich Zeitschriften. Was liest du dann da so? Nicht die bunte, oder? Entschuldigung. Ja. Ja, Otto, wo bleibst du? Ich gehe jetzt gleich einkaufen. Aber ich habe keinen Bock, den Kasten alleine durch die Stadt zu schleppen. Okay, ja, ich komme gleich. Lass unten am Laden treffen, ja? Ja, mach hinne. Okay. Hier, hast du noch ein Stück Kuchen. Oma, ich muss doch jetzt los. Wieso? Jetzt ist das Stück doch schon abgeschnitten. Das ist doch dein Lieblingskuchen. Den habe ich nur für dich gebacken. Ich war extra einkaufen und die Zutaten... Na gut. Hat mich gefreut, dass du gekommen bist. Hier, schau mal, ich habe noch was für dich. Und dein Fest heute Abend. Kauf dir was Schönes. Danke, Oma. Wirklich schön, dass du mich mal wieder besucht hast. Tschüss, Oma. Ja, schau mal, der Penner da. Das ist wie Weihnachten jetzt für ihn. Prost. 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 Auf die Petra. Ja, auf die Petra.